Hallo, hier ist wieder euer Robin für euch. Heute beantworte ich euch die Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ihr hattet eigentlich Zeit, bis Ende September sie zu stellen. Ich habe mir aber gedacht, heute ist ein guter Zeitpunkt, um sie zu stellen. Die erste Frage kommt von The Neuen Finger Logan. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Eier-Ravioli aus der Dose. Schön mit Tomatenmark. Lecker. Die nächste Frage kommt von einem, da kann ich den Nickname gar nicht vorlesen. Er fragt aber, spielst du Pokémon Go und welches ist dein Lieblings-Pokémon? Nein, ich habe Pokémon Go noch nie gespielt und werde es auch nicht spielen. Aber mein Lieblings-Pokémon ist Pikachu. Die nächste Frage von MasterXD5. Wie bist du auf die Idee gekommen, YouTube zu machen? Ja, das war so. Ich saß in meinem Zimmer, hab gedacht, ich hab da eine Kamera und probier es einfach mal aus. Dann kamen die ersten Klicks, die ersten Abonnenten. Das hat mich so überzeugt, weiter am Ball zu bleiben. Und kannst du auch Let's Plays machen? Im Moment ist es mir nicht möglich, Let's Plays zu machen, da ich nur einen einfachen Laptop hier stehen habe und meine Mikros alle kaputt sind. Daher ist es mir zurzeit nicht möglich, aber auf Dauer ist es geplant. Die nächste Frage. Bubble Daddle und Huso. Wird es Kooperationen mit anderen YouTubern geben in Zukunft? Also geplant ist es schon, wenn es die richtigen sind. Nehmen wir mal an, es ist einer, der nicht auf meine Schiene passt. Dann wird es leider nichts. Nehmen wir mal an, es kommen Leute, die Kirmes-Videos machen. Da wäre ich sofort dabei. Der Henning Ehling fragt, mit welcher Kamera nimmst du auf? Ja, ihr werdet es nicht glauben. Aber es ist ein einfaches Handy, da ich im Moment finanziell nicht gut dastehe und warte, bis ich mir ein bisschen Geld dazu verdient habe. Und dann gibt es die ersten besseren Kameras und Stative. Ja, wer ist dein größtes YouTube-Vorbild? Und natürlich Grüße an KP03 von dem Tim Toast. Mein Vorbild. Erstmal ist es Gronkh, der bescheiden bleibt, trotz seinen großen Abonnenten. Siehe meinem Video Gronkh von der Gamescom oder auch der Bergmann. Ich finde ihn sympathisch, finde seine Videos gut. Mit ihm komme ich gut klar. Jetzt nochmal so neun Fingerlogen. Die letzte Frage. Was machst du beruflich? Ja, ich bin in einer Behindertenwerkstatt. Mache da Arbeiten für Simons Werk, schraube Sachen zusammen, da ich es körperlich nicht schaffe. Und nochmal zwei Fragen von Bubble, Daddle und Huso. Was sind deine Hobbys? Videos machen, Schach spielen, schwimmen und natürlich zocken. Ja, und zu meinem Bart. Ob ich den lang wachsen lasse? Ich habe eine Behinderung und eine Pflegestufe. Selbst zu pflegen fällt mir sehr schwer. Dadurch müssen mir andere Leute helfen. Daraus schließt sich auch, dass der Bart ab und zu ein bisschen zu lang aussieht. Aber wie du jetzt sehen kannst, ist er frisch rasiert. Ich hoffe, euch haben die Beantwortungen meiner Fragen gefallen. Ich bin raus. Tschüss.